Hallo Wüstenfreunde, willkommen in unserer vierten Episode von Dune Spice Wars. Wir sind wieder mit den Fremen unterwegs und wie ihr euch vielleicht erinnert, lief das ja letzte Folge schon extrem gut. Ich zeige euch das mal. Wir haben schon ganz gut Gewinn gemacht, haben sehr viele wichtige Gebiete unter Kontrolle, haben mehrere Spice-Felder in Bearbeitung, nämlich 5 Stück und wir stehen kurz davor, hier die Harkonnen angreifen zu können. Das ist ihre Heimatbasis. Und die Atreiden-Heimatbasis ist hier. Also die beiden sind quasi in angreifbarer Reichweite. Ich will die aber noch weiter schwächen, indem ich halt beiden Fraktionen noch mehr Gebiete wegnehme, die ihnen wirtschaftlich was bringen. Und das sollte auch nicht allzu schwer sein, weil wir haben auch noch Reserven. Und können noch Truppen aufbauen, was wir jetzt auch tun werden. Wir haben bis jetzt 3 Krieger, 2 Skirmisher und 2 Fedaikin. Das heißt, wir geben den Fedaikin vielleicht auch noch Skirmisher als Unterstützung. Wieso können wir uns gerade keine Einheiten lassen? Ach, wir sind nahezu pleite. Okay. Das erklärt einiges. Wir brauchen also erstmal Kohle. Das schreit ja eigentlich schon fast nach einem... Ja, perfekt. Wir holen uns da mal Kohle. Hier holen wir uns Intel. Wir könnten uns Autorität holen, aber da müssen wir... Nein, gar nicht wahr. Hier können wir uns Autorität holen für Kohle. Das haben wir allerdings nicht. Ja. Würde sich das Gebiet... Nee, das bringt mal so gar nichts. Oh. Wir haben eine Ortschaft verloren. Die Ortschaft hier haben wir allerdings erobert. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, dass wir uns mit unseren Fedaikin das Örtchen hier auf jeden Fall zurückholen. Vor allem, weil das auch noch ein Spice-Lager ist. Wie viele Garnisonen haben die? 3. Ja klar, werden die beiden Fedaikin ganz easy cheesy auseinandernehmen. Gucken wir mal, wie viele Punkte Intel haben wir. Nicht schlecht. Können wir schon... Nein, können wir nicht. Wieso können wir nicht? Hm. Ich wollte jetzt eigentlich... Ach so, 400 Intel, 400 Gold. Okay, ich verstehe, warum wir nicht können. Wir rufen jetzt erstmal einen Sandwurm. Und mit dem reisen wir ganz komfortabel direkt bis zur Ortschaft, die wir verloren haben. Und die holen wir uns zurück. So, hier kommt jetzt auch ein bisschen Kohle rein, also Solaris. Sehr schön. Und hier kommt Intel rein. Okay. Wo sind denn meine Fed... Da kommen die Fedaikin an, wir greifen an. Ah, wir müssen noch ein Momentchen warten, bis wir wieder angreifen können. In der Zeit produzieren wir schon mal noch einen Skirmisher. Für die Fedaikin. Und ich würde einen Infiltrator mitnehmen. Kann ich ihn mir leisten? Ich kann ihn mir leisten. Okay. So.
Und wie ihr seht, die Fedaiken sind einfach mörderisch. Obwohl da drei Milizeinheiten stehen, verlieren die beiden Fedaiken-Einheiten so gut wie keine Lebensenergie. Die schnetzeln sich hier einfach fröhlich durch. So, wo ist unsere restliche Armee? Da, wir haben das erobert, das ist schon mal sehr gut. Und wir müssen Miliz aufbauen, was uns allerdings viel Geld kostet. Wie viel? Naja, 2 Windstärke ist nicht viel, also lohnt sich hier keine Wasserproduktion. Aber wir können hier auf jeden Fall ein Maintenance Center hinbauen, um die Unterhaltskosten der Gebäude zu reduzieren. Spice haben wir mehr als genug, also nehmen wir hier einen Forschungsbonus. Drüben, die Fedaiken haben gewonnen, wir holen uns das zurück. Oh, ich sehe schon, da wird es Bambule geben. Ja, sie greifen an. Ich ziehe jetzt mal möglichst schnell meine Truppen darüber. Mit denen könnte ich eigentlich mit dem Sumper. Nee, sowas nicht gedacht. Ja, perfekt. So, hier als erstes mal wieder Spice sammeln. Die schicken wir kurz zum Supplyen in die Siedlung und dann holen wir uns damit eine Hakon-Einheit. Ja, geil, die Hakon kriegen auf den Arsch. Wobei meine Miliz geht auch drauf, aber es ist. Ja, sie haben es tatsächlich geschafft, ist ja irre. Ja, dann würde ich sagen, wir revanchieren uns jetzt. Und greifen uns diese Siedlung. Wir haben auch jetzt mehr als genug Ressourcen, um wieder Truppen aufzubauen. So, perfekt. Die können rein. Und dann bereiten wir dem Kollegen Hakon mal eine böse Überraschung. Wir fangen damit an, dass wir das Gebiet schwächen. Das war jetzt eine Spionageaktion, dadurch sind die Truppen da drin schwächer. Wir bauen das auch direkt nach, damit wir es wieder einsetzen können. So, jetzt greifen wir an. So, der ist stark geschwächt, den ziehen wir zurück. Er bekommt Verstärkung. Das ist uns aber egal. Denn auch wir werden Verstärkung schicken. Wurmzeichen, schnell weg da.
So, und jetzt werfen wir hier Verstärkung ab, also Nachschub, damit die Einheiten sich quasi heilen können. So. Perfekt. Während da gekämpft wird, rüsten wir hier unten auf. Wir gehen auf Wasser und ja, hervorragend. Unsere Fedaiken ziehen wir zurück. So, und sobald die sich hier alle voll regeneriert haben, greifen wir da oben das Gebiet an, wo der Hakon Spice produziert. Das wird uns wohlhabender machen und den Hakon weiter schwächen. Okay, hier können wir einsammeln. Genau, hier müssen wir Miliz anheuern. Ich frage mich gerade, kann ich... Nee, damit produzieren wir nur Manpower und davon haben wir eigentlich... Eigentlich haben wir davon genug. Schwierig. Ah, hier können wir Arbeiter reinstecken, um die Spice-Produktion zu erhöhen. Und hier auch. Sehr gut, das ist auch gleich fertig. Dann bauen wir hier eine Raketenlafette. Ich bin am Überlegen, ob ich da zwei baue. Das wird so oft angegriffen. Unsere neuen Truppen können wir dann auch direkt schon mal nah ranziehen oder näher ranziehen. Lohnt sich die Siedlung? Ein bisschen für Wasser. Sehr gut, wir können das Dorf jetzt auch ausbauen. Erstmal Garnison rein, ganz wichtig. Ja, ich würde sagen Wasser. Und dann marschieren wir mal hier hoch. Neuen Supply Drop brauchen wir. Gleichzeitig schwächen wir hier schon mal die Gegner. So, und wir verhindern, dass der Gegner sich erholen kann. Wir greifen als erstes die Einheit an, die Militäreinheit, die hier separat steht. Wenn wir die platt gemacht haben, müssen wir nur gegen die Einheit und den Raketenwerfer kämpfen. Und wenn wir jetzt die Ortschaft angreifen, bekämpfen wir die Miliz. Wurmzeichen, schnell weg hier. Und das Beißfeld erobern. So, mit meinen beiden neuen Kriegereinheiten, beziehungsweise Krieger und Skirmisher, vertreiben wir die beiden Hakon-Truppen. Ganz einfach, um dafür zu sorgen, dass er das neutrale Dörfchen nicht erobert. Und ganz nebenbei haben wir noch eine der schweren Hakon-Einheiten geplättet, was natürlich ein super Outcome ist. Wir robben uns jetzt vor. Wir werden uns als nächstes Mare Watz holen, denn auch hier kann der Hakone Spice abernten. Und auf die Art und Weise bluten wir ihn quasi aus. So, hier wird wieder nachproduziert.
Jetzt gucken wir mal, was können wir uns denn noch leisten? Na, die Infiltratoren nehmen nur ein Feld weg. Dann nehmen wir doch noch einen. Und schauen mal, ob bei uns alles im Lot ist. Wir gehen jetzt einmal so durch. Ah, ihr seht, hier hatte ich noch nicht nachgerüstet, weil ich habe ja noch einen Slot dazu bekommen bei der Miliz. Und wir füllen jetzt halt. Oh, eine Rebellion. Verdammt. Und ich habe keine. Ich habe keine Möglichkeit mehr, Würmer zu schicken. Das heißt, ich muss zu Fuß darunter. Verdammt. Das wird ewig dauern. Okay, daraus lernen wir, man sollte nicht alle Würmer zum Transport verbrauchen, sondern immer für Notfälle einen übrig haben. Ja, mal schauen, ob ich hier rechtzeitig durchkomme. Höchst ärgerlich. So, wir haben immerhin die Harkonnen-Siedlung hier eingenommen. Wir bauen die Miliz auf und wir werden direkt den Spice-Abbau ankurbeln. Denn das Spice muss fließen. Ja, das ist soweit okay. Ja, da werde ich leider nicht mehr rechtzeitig ankommen. Verdammt. Das ist garantiert durch entweder durch einen Aufstand gekommen oder weil ich verpasst habe, eine Aufgabe zu erfüllen. Ich musste aber auf jeden Fall auch noch eine Kriegereinheit runterschicken, denn die Infiltratoren sind halt einfach Glaskanonen. Was sagt denn der Landsrat? Das sollten wir verhindern, denn das wäre echt teuer. Den schicken wir mal etappenweise vor. Wir sammeln auch wieder hier unsere Autorität, damit wir als nächstes das krallen können. Dafür brauchen wir 262. So, und hier könnten wir auch was bauen. Was nehmen wir denn hier Schönes? Da hätten wir auch noch Bauplätze. Ja, hier bieten sich doch Spice-Silos an. Und ein Maintenance Center wäre auch gut. Und hier. Gute Frage. Ich
könnte noch ein bisschen mehr Knowledge gebrauchen. Ja, machen wir. So, das Dörfchen ist auch wieder ready. Ja, mit den 4 Einheiten kriege ich das auf jeden Fall ganz easy wieder zurück. Gucken wir mal bei der Forschung. Kann ich noch irgendwas erforschen, was mir mehr Truppenstärke gibt? Ja, kann ich. Und hier kann ich Personal reinstecken. Aber ich habe nicht genug. Damit wissen wir jetzt auch, was wir als nächstes bauen werden. Ich brauche Rekrutierungsbüros. Und eins wird es nicht tun. Habe ich genug? Ja, ich habe genug davon. Hier kommt das nächste Rekrutierungsbüro rein. Da habe ich schon vollständig gebaut. Hier könnte ich auch noch eins reinsetzen. So. Fein, fein. Dann gehen wir mal runter und holen uns die Siedlung zurück. Und wir werden das ein bisschen geschickter veranstalten. Wir werden die Infiltratoren seitlich verteilen. Und die werden dann wirklich quasi aus dem Hinterhalt angreifen, sobald der Krieger den Angriff startet. Damit wir da den Bonus ausnutzen, dass sie bei ihrem ersten Strike 80% Schaden machen. So. Sehr schön. Und wir holen uns das Dörfchen zurück. Perfekt. Da oben brauchen wir jetzt aber noch ein bisschen Verstärkung. Schicken wir die noch hoch. Sehr gut. Das ist nachproduziert. Und wir haben einen Agenten übrig. Den packen wir auf Counterintelligence. Um uns so ein bisschen zu schützen. So, und jetzt müssen wir hier die Produktion wieder ankurbeln. Das Problem ist, wenn eine andere Fraktion eure Siedlung erobert, dann bleibt ein Teil der Gebäude erhalten. Oder wenn ihr Siedlungen anderer Fraktionen erobert. Wenn es zu einer Rebellion kommt, wird quasi alles abgerissen. Das ist höchst ärgerlich. Ja, wir brauchen hier Miliz, aber wir haben nicht genug Kopfstärke. Heißt, wir fangen erstmal klein an. Wir haben nur einen Punkt. Ja, das nehmen wir mal mit.
Haben wir zwar genug, aber nehmen wir trotzdem mit. So, wir haben genug, um uns die Ortschaft zu holen. Das machen wir auch. Und zwar werden wir anfangen, indem wir sie schwächen. Dann verhindern wir, dass sie sich regenerieren können. Und dann geben wir ihnen Saures. Sehr schön. Haus Hakon geht gerade unter. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Naja, ich bin führend. Das heißt, wir werden so oder so relativ schnell einen Sieg haben durch Hegemoniepunkte. Aber wir werden weiterspielen, weil, naja, wir wollen sie natürlich alle platt machen. Ist ja klar. Okay. Gucken wir mal, wie es hier unten ausschaut. Ja, hier muss auf jeden Fall Wasser produziert werden. Das schreit ja danach. Und ich werde die Milizen aufstocken. Die Mannstärke gibt's her. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, die Sammler aufzustocken. Allerdings brauche ich dafür mehr Mannstärke. So, wir sammeln erstmal wieder was ein. Sehr gut. Hier können wir auch was einsammeln. Das ist produziert. Das ist auch fein. Da sind wir kurz vorm Erobern. Läuft. Ja, das ist doch was Feines. Kohle können wir gebrauchen. Glaube, der Kollege Hakon plant was. Ah, da oben gibt es gerade eine Rebellion. Sehr schön. Das haben garantiert die Schmuggler oder die Atreiden angezettelt. Handelsangebot. Ja. Ah, zu spät. Ich war zu langsam. Hätte ich glatt angenommen. Oh, das wäre cool. So, was bauen wir denn hier Schönes hin? Ich würde sagen, wir stärken nochmal die Manpower. Hier in das Spice-Feld setzen wir natürlich auch Spice-Silos rein. Hier verstärken wir auch das Sammeln. Und jetzt gucken wir mal. Wie viel kostet uns denn die nächste Eroberung? Das wären 384, 314, 292. Alles relativ viel.
Ja, können wir einsammeln, das ist gut. Das ist auch gut. Schicken wir mal den nächsten Ornithopter dahin. Das Geld können wir jetzt gerade gut gebrauchen. So. Und hier auch. Stärken wir mal ein bisschen unsere Finanzlage. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht auch mit Basisgebäuden noch pushen können. Mehr Knowledge. Das hier bringt mehr Influence. Mehr Autorität und 10% der Hegemoniepunkte geben Solari. Ich könnte das hier ganz gut gebrauchen. Und das. Economic Lobbying brauche ich dafür. Und hier Siege Network. Gucken wir mal in die Forschung rein. Das hier ist super. Das machen wir mal als nächstes. Und jetzt gucken wir mal, was lohnt sich denn für uns wirklich? Ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll. So, gucken wir mal die Harvest-Teams durch. Ja. Müssen wir mal ein bisschen Manpower sammeln. Und wir müssen Spice sammeln. Also richtig sammeln, weil wir zahlen müssen. Was ist da? Ja, da holen wir uns auch die Kohle. Das hier oben ist super. Hier gibt es Spice und viel Wasser. Was kann ich denn hier noch Schönes bauen? Ja, ich würde sagen, ich gehe hier auf Maintenance Center. Sehr schön. Das nächste Spice-Feld wird gleich unser sein. Wir gehen mal ein bisschen runter, damit wir nicht so ein großes Minus machen. So. Was haben wir da? Ja, dann nehmen wir mal Spice mit, können wir gebrauchen. Hier ist auch Spice, das können wir auch gebrauchen.
So. Sehr schön. Zahlenmäßiger Aufbau läuft. Das heißt, ich kann endlich Arbeiter da reinstecken. Ich habe meine Spice-Produktion noch nicht optimiert, also ich brauche mehr Manpower. Bin ein bisschen irritiert. Okay, die Miliz hat es gerichtet, so wie es aussieht. Sehr schön. Wir gucken mal, was wir noch einsammeln können. Das sind halt geschenkte Rohstoffe, leicht verdient. Die sollte man mitnehmen, wenn man kann. Forschungsboni sind auch immer hilfreich. So. Und unser. Perfekt. Die Harkonnen haben soeben das nächste Spicefeld verloren. Wir bauen direkt das Sammelzelt. Und wir bauen auch direkt Miliz auf. Sobald wir wieder mehr Manpower übrig haben, rüsten wir die normale Miliz zu einer schweren Miliz auf. Also eigentlich bräuchte ich noch mehr Rekrutierungsbüros, aber im Moment ist es halt mit dem Einkommen nicht so toll und wir müssen noch eine ganze Menge Spice sammeln. Das ist schon mal schön. Und jetzt heißt es auch wieder Autorität sammeln, damit wir uns das nächste Gebiet von den Harkonnen krallen können. Das hier wäre auch ganz gut, weil es hier Wasser gibt und Plaststahl. Wir können mal gucken, ob wir nicht ein bisschen handeln können. Wir haben ziemlich viel Plaststahl. Was kriegen wir denn an Gold? Gucken wir mal, ob ein paar mitmacht. Tatsache. Die haben ein ziemliches Defizit an Plaststahl. Die haben auch nicht viel Gold und die haben so gut wie keinen Spice. Also die sind ziemlich mau. Und wir scheinen einen Agenten von denen zu haben. Ja. Wir sammeln erstmal wieder ein. Sehr schön. So, wir gehen die Reihe durch. Ja, Maintenance, um die Kosten ein bisschen zu reduzieren, schadet nicht. Und hier auch. So, wir steigern die Produktion. Wir brauchen noch eins, zwei. 3, 4, 7 Arbeiter brauchen wir noch. Das heißt, 7 mal 50 Manpower. Das wird also noch ein Weilchen dauern. Aber wir stärken damit unsere Produktion.
Eigentlich müsste ich dafür sorgen, dass hier nicht die Atreiden den Punkt machen. So, 361. Was gibt's hier? Nicht viel. Garnison steht. Spice Silo als nächstes. Ich würde sagen, dann greifen wir uns tatsächlich diese Ortschaft. Ja, der Harkonnen hat es mal wieder mit einer Einheit probiert. Das ist schon verzweifelte Salami-Taktik. So. Hier sehen wir auch zu, dass wir mit einer Kriegereinheit jeweils eine Bodeneinheit angreifen, damit die entsprechend geschwächt ist, weil die Kriegereinheit sorgt ja dafür nette Boni für uns und einen netten Malus für den Gegner. So, und jetzt ziehen wir die beiden zurück in Sicherheit, damit die sich erholen können. Und wir setzen hier den Nachschubdrop. Oh Scheiße, Wurmzeichen. Schnell zurück. Zu spät. Hat der Wurm tatsächlich eine erfahrene Einheit gefressen? Verdammt. Das ist ärgerlich. So, was bauen wir hier rein? Ich würde sagen, auch noch mal Knowledge. So, können wir inzwischen. Nein, wir haben noch nichts Neues. Ja, wir haben ein echtes Manpower-Problem. Das heißt, aktuell gibt es keine Verstärkung für angeschlagene Einheiten. Und aktuell können wir auch nichts rekrutieren. Wir werden jetzt auch mal ganz vorwitzig die Einheiten hochziehen. Und wir werden gleich mal die Hauptstadt der Harkonnen angreifen. Wenn wir die nämlich ausgelöscht haben, werden alle anderen Harkonnen-Gebiete neutral. Und damit haben wir schon mal einen Gegner ausgenockt. Und wenn wir die Harkonnen ausgenockt haben, wäre im nächsten Video dann Arakeen dran, weil wir da quasi durch ein Gebiet rankommen. Bevor wir allerdings die Harkonnen angreifen, werden wir, glaube ich, hier eine Militärbasis reinsetzen, damit unsere Truppen gepusht werden. Aber das ist dann was fürs nächste Video. So, wir haben genug Spice produziert, um die Steuern zu zahlen, beziehungsweise die Bestechung für die Gilde. Die Siedlung gehört uns, das ist schon mal gut. Wir können keine Miliz anheuern, weil wir, wie gesagt, keinen Manpower haben.
Ja, die Bestechung wurde gezahlt. Wir bauen da mal weitere Rekrutierungsbüros. Und wir müssen gleich, sobald wir Manpower übrig haben, auch Milizen aufstocken. Geht so nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir mit den Fremen wieder die Wüste dominieren. Schauen wir mal, ob wir die Harkonnen im ersten Anlauf direkt in ihrer Hauptstadt besiegt bekommen. Bis denne!